Einen wunderschönen guten Tag und Servus miteinander. Ja, willkommen zum nächsten Vlog. Es ist schon wieder ein bisschen her. Ich weiß nicht, wie lange ist ja eigentlich auch wurscht. Ich habe ja gesagt, ich mache, wenn ich Zeit habe. Ich weiß, früher waren es aber zweimal die Woche, aber ich gehe halt hauptberuflich auf der Arbeit von 7 Uhr bis um 4 Uhr. Und dann, wenn du abends gerade um die Jahreszeit heimkommst, wir haben ja jetzt aktuell den 3. März, den 4. März, den 4. März, glaube ich. Es ist ja abends dann trotzdem relativ fix dunkel. Sprich, es passiert auch nicht viel mehr unter der Woche, als dass ich meinen Stuhl mache und sonst nichts. Ja, so ist es halt. Kann man ja nichts machen. Draußen ist es noch alles recht trostlos. Gestern wurde es wieder schöner. Da haben wir den herrlichsten Sonnenschein gehabt und 12 Grad. Heute haben wir sage und schreibe 2 Grad und ja. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Der Himmel ist bedeckt. Bäh. Naja, so ist es halt. Ich glaube, für nächste Woche haben sie jetzt Regen gemeldet. Und Schnee und Regen und Schnee und Regen und Schnee und Regen und Schnee. Irgendwie so die Mischung. Na gut, wir werden es irgendwie überleben. So wie es ist, käme nichts machen. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall stehe ich gerade in meinen Kiesstuhl und mache wie jeden Tag mal Arbeit, nämlich sauber. Ja, viele die werden sagen, du bist doch blöd, jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag und alles in der Hand. Ist doch viel zu umständlich, brauchst eine Maschine dafür und zu gründlich, das ist doch Quatsch und überhaupt. Ja, ich kehre jeden Tag alles gründlich zusammen, ich schaue durch, schiebe alles auf einen Haufen, tue alles in die Roben, fahre es nun in meinen Container und da sammelt sich das. Ja, das ist meine tägliche Aufgabe und wie gesagt, ich bringe die auch nicht täglich da in die Videos. Freilich, ein Vlog ist ein Videotagebuch, ist ja nichts anderes, aber wenn ich jetzt im Videotagebuch jeden Tag das zeige, wie ich den Stuhl sauber mache, ich sage mal noch ein zweites Video. So in etwa. Von daher, ja, was soll ich da groß filmen? Heute filme ich es trotzdem aber, nehme ich euch einmal mit. Erstens haben wir das wieder was passiert und zweitens haben wir ja als Videoeinstand für dieses Video. Wir werden später noch die Äpfelschleuder nehmen. Ja, da halten mich jetzt wahrscheinlich auch eigentlich auch für blöd. Hä? Äpfelschleuder? Jetzt? Jetzt ist er ganz gut blöd. Nur freilich ist er ganz gut blöd. Wer mich auf Instagram verfolgt oder auf Facebook oder ja, in meiner WhatsApp-Gruppe drin ist, der weiß, wie bescheuert dass ich bin. Ja, man kann halt da im März bzw. Februar Äpfel grün. Wer kann, der kann. Ich kann. Ja, warum ist das so? Ja, letztes Jahr erst hat es nicht funktioniert, wollten die Äpfel nicht wachsen, weil es zerdrucken war. Dann ist es ja doch relativ feucht geworden. Die sind gewachsen. Dann war es wieder trocken. Da waren sie aber noch nicht reif. Da war die Schollen noch zerbracht, da habe ich gesagt, da warten wir noch ein wenig. Und wie es dann im September, Ende September soweit war, da hat es ja bloß noch gerenkt. Ja, dann hat sich das halt so ergeben, dann haben wir halt keine Äpfel gekrungen im letzten Jahr. Das heißt, die Äpfel von 2022 liegen tatsächlich noch im Boden. Es waren einige, die sagen, das kostet vergessen, die kostet eine Neuagen, das ist ja dann Mist. Nö, ganz egal, aufgeben habe ich es noch nicht. A, ich konnte ja Äpfel durchaus nehmen und kann es auch für meine Schweine noch kochen. Und B, die Äpfel sind tatsächlich nicht aller schlecht. Es sind schlechter dabei, das ist klar. Der Winter war nass, es hat Frost gegeben. Es sind welche dabei, die sind matschig, die an sind faulig durch das schlechte Wetter. Und ja, ich konnte nicht erwarten, dass ich jetzt oder die besten, schönsten Äpfel habe. Aber ich denke, von der Qualität her sind sie trotzdem noch ganz gut. Und ich grobe jetzt raus, was ich habe. Und ein paar kann man davon essen. Und was nichts zum Essen ist, können auch die Schweine fressen. Und was da nichts ist, das kommt auf den Mist. So ist das. Auf jeden Fall werde ich da dann nachher noch ein paar Äpfel rausmachen. Ja, ich habe jetzt noch 9 Reiher Lilly und ich glaube 8 Reiher Ditter vor mir. Ihr seht, ich habe noch einiges vor mir. Und alles mit der Schleuder, mit dem Samro brauchst du nicht rein, der Boden ist zu nass. Du ziehst da viel zu viel Dreck mit auf. Ihr werdet es dann mit der Schleuder auch sehen, es sind viel zu viel großer Erdbrocken. Man mit Sicherheit auch ein paar Äpfel liegen bleiben, weil man es auch nicht findet. Das, der Boden, der lässt sich nicht schön sieben, der wenn drucken wäre, wäre es schöner. Aber das Lehmboden, allgemein die Schleuder ist auf dem Boden nicht ganz so hervorragend. Aber gut, so wie es ist, ist es halt. Jetzt machen wir aber zuerst den Stuhl. Ihr seht schon, die wüten ja immer fleißig. Bevor jetzt eine kommt, ja, müsstest halt öfters ausmisten. Na, das ist der Mist vor einer Nacht. Ja, so schaut es halt bei mir aus. Das ist
zuletzt sauber gemacht worden, vor 22 Stunden. So schaut's aus. Und ja, 22 Stunden später schaut's halt so aus. Und ich bin da nicht erbaut davon. Mich nervt es, deswegen machen wir jetzt was, dass da fertig wird. Bei den Soja und Hühnern war ich schon, das ist schon erledigt, da bin ich halt schon durch. Muss ich halt oben bloß noch nahe die Schweine einsperren und dann die Hühner einsperren. Und noch haben wir Futter miteinander und da machen wir jetzt gerade fertig. Wie gesagt, den Dahl habe ich ja schon gekehrt. Ich weiß, die Wände sind alle braun. Das ist halt, wenn es da Viecher hast, die schubbern sich drauf. Es kehrt auch mal wieder gekalkt. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich heute dazu. Muss ja mal schauen. Dampfstrahle rauswaschen, da muss aber warm sein, dass es wieder Druck nachkommt. Und dann kehren die Wände wieder gekalkt, dass wieder schön weiß ist. Wie gesagt, muss halt das Wetter passen. Nutzt mir nichts, wenn es draußen wie jetzt Minusgrade oder jetzt gerade aktuell plus 2 Grad hat. Weil wenn ich den Stall jetzt einwagen tue, der wird mir halt in einer Woche nicht drucken und dann ja, stockt es da innen und Feuchtigkeit im Stall ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Es langt schon, wo sie einmal nice haben. Aber da kommt ja wieder Stroh drüber. Aber wenn jetzt die Winde an aller nur sind, ja, ich labe nicht. Wir machen jetzt was, sonst war das halt nichts mehr. Stoll und Sauberkeit, das passt immer nicht so recht zusammen. Zumindest nicht, wenn man solche Wildschweinler hat wie ich habe. Aber ich bin ungemütlich. Ich kann es einfach nicht zahlen lassen. Und mache immer wieder und immer wieder so gut wie möglich sauber. Am nächsten Tag, 24 Stunden später festzustellen. Scheiße, was schaut wieder so aus. Ich hab's aufgegeben, die Viecher lernen das nicht. Sauberkeit bei denen schaut anders aus als bei mir. Im Schweinestall besonders schlimm. Aber das ist halt so. Ich bin nur einfach ein pingeliger Mensch. Ich hasse es, wenn der Stall dreckig ist. Was könnte man noch sagen auf der Plattendude? Das lässt sich leise schon. Oh ja, stimmt. Thank you.
beide jetzt mal. Ein leidiges Thema. Stoßscharre. Stoßscharre und Besen brauche ich in meinem Stuhl. Das ist aber das, was am meisten kaputt geht. Von den Dingen drüber brauche ich über zwei Stück und von den Besen brauche ich über drei Stück. Warum? Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Das Scharblech unten, das fällt schon wieder ab. Das ist schon wieder am allerwertesten. Glückwunsch! Abo drauf, gell? Ein halbes Jahr. Kann weg. Ist Schrott. Kannst nichts machen. Eingraben. Thank you.
gleich. Ihr seht schon, das ist kein besonders interessanter, aber die ist eher langweilig. Ja. So, das ist jeden Tag. Dann steigen wir bald aufs Dach und so, was soll denn der Quatsch? Geht aber halt nicht zu. Da kriegt man. So, Ladies. Ich weiß, für Außenstehende schaut es wahrscheinlich saumäßig umständlich aus. Wird es wohl auch sein. Andere sagen, es lang doch, wenn es einmal die Woche eine Stolzhaube machst. Ich habe mir das so angewöhnt, wie wir jeden Tag, das ist halb so viel Arbeit. Als wir einmal in der Woche oder einmal im Monat, dann bist du da plus mehr jetzt dran und brauchst den ganzen Tag dafür. Und so brauche ich maximal eine halbe Stunde für den Stuhl, dann ist es sauber. Das ist halt das System, das sich bei mir gewählt hat. Ich mache das schon eine ganze Zeit lang zu. Weil mich das einfach aufgeregt hat, früher haben wir das gemacht. Wir haben, wenn es doll war, die alle halt mal sauber gemacht. Da waren es halt wenige Küche, da waren es bloß die Rasen und der Emma, der Esel. Ja. Und die ist meist rausgegangen, aber jetzt mit den Kühen. Da hast du halt doch ein wenig den Mist, der von den Schnitt. Und dann werden halt öfters auch mal drinnen gemacht und gerade in die Bühne im Monat stehen wir oft auch mal drinnen, obwohl sie ja raus könnten. Ja, ja. Das Endresultat, seht ihr ja. Auch oben festmiet. Das ist so meine tagtägliche Arbeit. Aber die, wenn ich gemacht habe, war sie schon sauber. Ich nehme früher an, es hat geschworen. Ich habe immer alles in doppelter Ausführung, weil ich weiß genau, dass irgendwann uns kaputt geht und dann wird es ganz aus die Scheiße. Ja. Erfahrung. So. Kriegst du das? In gewisser Weise schon ein Wahnsinn, muss ich da machen. Hier darf alles gehen. Und dann ist das Picofello sauber noch Möglichkeit, dass der Boden nicht mehr rumliegt. Ich muss das nicht, wenn da immer überall die Strohhalme noch liegen oder irgendwo Scheiße grümer lassen, das muss sauber sein. Ich nervt sowas. Ich bin auch nicht begeistert davon. Das soll schon möglichst sauber sein. Ja, da haben wir das mal kurz nass. Jetzt kommt da. Den Diagon mal. Ja, in der Oben habe ich schon gestern Abend wieder ein Silo rein. Das habe ich Ihnen jetzt gerade gegeben. Und ich fahre mit der Oben rein, sammle da mal ein Mist ein. Und komme wieder rum, wenn ich nicht gleich raus soll. Das ist wie gesagt ein bewährtes System bei mir. Das geht schon seit einer halben Ewigkeit. Gestern habe ich wieder Hai und Stroh aufgefüllt.
so klar gemacht, weil gestern das Wetter schön gepasst hat. Der Willi jault. Ey, wenn der Mann ihn so anhört, dann tut er ja wohl. Da hat er Knall guckt, ey. So, machen wir das. Machen wir noch eine Hilfe die rauf. Oh, Hund. Na komm, Scheiße. Das ist leicht. Ja. Und durch, ich komme nur. Passt. Fertig. So, wieder ein Stuhl. So, damit sind wir im Stuhl fertig. Eingestreut ist. Ja, das war von dem Kamilleheu, was ich da vorletztes Jahr da unten auf dem Feld gemacht habe. War ja viel Kamille. Das fressen sie auch nicht ganz so gern. Und da war noch ein offener Ballen. Den habe ich jetzt als Eingestreu genommen. Wenn sie auch tragen, habe ich es recht, wenn nicht, dann nicht. Da ist Heu vom letzten Jahr. Also, das ist richtig schönes Heu. So. Das haben sie zum Fressen, das haben sie drinnen schlafen, zum Neischeißen. Ich habe aber auch Stroh, auch noch Stroh, also wenn es ist. War jetzt auch dabei, wobei der Stroh. Ihr kennt ja mein Stroh und mein Getra, recht grünlandlastig ist. Ja, und dementsprechend, ja, Distel und Gräse und Windhalm und ja, das könntest du als Heu durchgehen lassen. Die fressen auch den Stroh ganz gern. Ist ganz lustig. Ja, dann sind wir fertig. Emma steht draußen. Ja, halt das Obligatorische, es ist eine scheiß Jahreszeit. Wer kennt es nicht, es schaut alles aus wie Sau. Der Dreck, der Matsch, der Schlamm. Naja. Die Emma foppt wieder den Maggie. Ja, das ist halt die Jahreszeit, klar. Summe schaut das Ganze natürlich wesentlich schöner aus. Wenn alles schön grün ist und zugewuchert und die Blümler sprießen und die Amseln und die Vöcherle überall singen. Und ja, aber das ist halt die Schattenseiten. Im Winter der Schauer halt koppeln, wenn die Viecher 24 Stunden auskönnen, aus wie Sau. Und das sechste Jahr da, das Schlammluch. Mann, ich habe da ja mehr geblättelt gehabt im Herbst. Und das war ganz gut. Jetzt ist das Schlammluch nicht mehr da unten, wo jetzt quasi die Box steht, wo ja vorher das Schlammluch. Jetzt ist das Schlammluch da oben. Naja. Möchte ich auch mal mit so befahrbarer Rasengittermatten probieren. Gibt so Rollen, sind aber nicht ganz billig. Ich weiß nicht, ob die was sagen. Vielleicht hat eine von euch Erfahrung. Das sind so ja, Kunststoffmatten auf Rollen drauf. Sind glaube ich 10 oder 20 Meter. Ich glaube 10 Meter und 2,50 Meter Brat oder sowas. Bis, ich glaube, pro Rad 800 Kilo belastbar oder 8 Tonner. 8 Tonnen glaube ich belastbar, befahrbar. Ja, wollte ich einmal ausprobieren, da der Reize legen. Also das Ganze quasi haben wir schon abgeschleppt und dann reingelegt. Und ja, in der Hoffnung, dass es dann nicht ganz so sumpfig wird, aber keine Ahnung, ich habe da keine Erfahrungen damit. So ein Matten kostet halt wie gesagt 600 Tacken. Ist ja voll das Schnäppchen, ne? Ist klar. Aber was tut mir denn alles, dass es da schöne Wohnen für die Viecher ist, ne? Naja. Ja, wie gesagt, ist halt die Jahreszeit. Kannst nichts machen. Im Sommer schaut es wieder anders aus. Ist das wieder halb wieder Betonbuden, weil es das Knüppel hat. Jetzt im Winter, wenn es halt nass ist, dann ist es ein einziger Sumpf. Schön ist nicht. Aber gut, das ist halt, wie gesagt, die Schattenseite von der Weidesaison. Wenn du Offenstallhaltung hast,
wenn du eine reine Stollhaltung im Winter hast und nur im Sommer dann quasi wie Almauftrieb oder sowas machst, das dann nur im Sommer auf die Weiden lässt, das ist natürlich wesentlich schöner. Habe ich aber halt nicht die Möglichkeit, da fehlt die Flächen dazu. Wäre natürlich schöner, wenn ich jetzt da das Dreifache an Flächen hätte, dann mache ich auch Flächen, die ich dann, keine Ahnung, zum Festplatz mache. Muss auch raus können auch im Winter und die anderen Flächen dann eigentlich bloß, wenn es schön ist. Aber, naja. Ja, wie dem auch sei, den Stall haben wir fertig. Meine Arme. Das ist Schrot für die Schweine. Sande und Uma. Und das ist für den fürs Feigelchen. Feigelchen, ne? Ja. Genau. Nur im Mistform jetzt nur in den Container. Die kurze Strecke. Das Stinkige muss ins Eckige. Ja, so in etwa läuft das bei mir. Ihr seht da unten zwei IBC-Container. Das ist alles Mistlachen, gell? Die sind gut voll. Also ja, wir können es auch ganz voll machen, aber nachdem es immer wieder Frost hat, habe ich es extra nicht ganz, also den an nicht ganz voll gemacht, den rechten. Und habe im linken weitergemacht. Und da kommt ja jeden Tag wieder was dazu. Geht schon was? Da geht schon was. Ja, jetzt lehnen wir mal den Mist aus. Ja, ihr wisst ja, ich habe im Oktober den Mist ausgeleert gehabt. Also Mist vorn auf dem Feld. Aber ihr wisst das nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, ein Video habe ich nicht davor gemacht. Nee. Aber ich gesagt habe, also ein paar Leute wissen es auf jeden Fall. Ja, das ist die Ladung Mist, die sich seit Oktober schon wieder angesammelt hat. Da kommt schon was zusammen. So ist das nicht. Ja, auch das mache ich händisch. Ich könnte natürlich aufmachen, könnte eine Rottlader dafür nehmen, um das jetzt ein wenig vorzuschieben. Aber das ist ja Quatsch. Wo soll ich mir jetzt den Rottlader einsauern? Wenn ich es mit dem Mistgabel habe, bis er da umschichten kann. Das mache ich alle heiligen Zeiten nochmal. Einfach mal so ein das, was von einem reinkommt, weil die Schweine, die habe ich ja am Mörtel noch. Die kippe ich da vorne noch. Es sammelt sich halt dann da vorne einen Haufen. Und der wird halt dann einfach einmal so ein wenig mit der Gabel umgesetzt. Also das System, da hat sich jetzt richtig bewährt. Container ist echt klasse als Mistlagerplatz. Geht hervorragend. Ihr seht schon, recht dampfig ist es da hinten. Also mir macht das jetzt nichts aus. Gut für die Bronchien, es stinkt auch nicht. Also. Weil jetzt eigentlich auch Leute geben, die sagen, ich muss doch stinken wie Sau. Nö, eigentlich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach blosenkrank oder ich krieg's schon immer. Das wäre auch nicht ganz unmöglich, aber ich sehe das jetzt nicht als Gestank. Die Mistlachen, die von da rausläuft, die stinken schon mehr. Der Container ist ja dicht, der hat ja oben auf Lana drüber. Es kommt also kein Wasser rein. Das heißt, die Mist, so wie die rausläuft, das ist eigentlich nur das minimale Wasser, was vielleicht im offenen Stall ist, was ich mit zusammenkehre.
Und das meiste ist aber dann wirklich der Urin und die Flüssigkeit im Kot, die dahinter durch die, ja, durch die Misterwärmung, durch die Gärung. Entsteht, rausgedrückt wird, auch unter dem Gewicht. Der Haufen von da ist ja doch, boah, ich mache mal 1,50 Meter hoch, vielleicht 1,60 Meter. Es ist ja doch Feuchtigkeit drin und die drückt sich so nach und nach raus. Weil Mist erwärmt sich ja. Ja. Die sammelt sich auf jeden Fall täglich ein bisschen mehr. Und das ist halt das, was wir seit Oktober schon wieder zu machen. Eingelabert sind. Die Klumpen, die drin sind, das Eis. Und nur 5 Liter. Ja, wie gesagt, Mistlachen sammelt sich ja ein bisschen was an. Das sind 2 IBC-Container. Den habe ich, wie gesagt, nicht weiter gefüllt, weil wenn es Frost gibt, Eis dehnt sich aus, dass er wenig Platz hat. Und ja, den habe ich angefangen, das sind auch schon wieder. Jetzt haben wir 300, 350 Liter etwa so in den Dreh. Naja, ist doch nicht schlecht. Ich gebe da irgendwas für mein Fessel da oben zu da, dass das heuer auch wieder Arbeit kriegt. Weil der Mies, der kommt aufs Feld, also das, was da hinein ist, kommt nach Betzmannsbeichen aus aufs Feld. Das soll ja Sommergaschen aus. Und die Mieslachen da, die kommt auf meiner Wiesen. Ich habe im Herbst keinen Mist gestreut gehabt auf die Wiesen. Macht natürlich Sinn im Herbst. Im Frühjahr, wenn du das machst, dann hast du den Mist ja in deinem Heu drin, wenn du machst, oder im Silo. Also willst du da nicht. Also sprich, hätte ich noch im Herbst fahren müssen. Den Mist, den wo ich da innen gehabt habe, habe ich aber im Herbst auf das Feld da unten, auf mein Was. Und ja, den Mist oder. Und ich habe noch ein bisschen was. Das geht auf Betzmannsbeichen aus in die Sommergaschen. Und dann passt das. Dann haben wir das auch. Ist das Zeug draußen, dann sind die Felder gedüngt und die Wiesen, wie gesagt, kriegen dann die Mistlachen verdünnt mit Wasser wieder, weil die ist so scharf. Also das Zeug, das ist ja wie gesagt nur Kotwasser und Urin und vielleicht minimal Wasser, was im Offenstall zusammengekratzt wird, aber das sind, naja, Milliliter-Bereiche. Und das Zeug, das ist so scharf, dass wenn du so Brennnessel nachkippen tust, Brennnessel wachsen ja normalerweise wunderbar, wenn die Dünger kriegen. Die sind tot. Wenn du das Zeug nachgibst, dann kannst du Brennnesseln killen. So scharf ist das. Nein, das wird mit Wasser verdünnt und dann schießt das groß richtig. Das mache ich auch wieder. Ja, hat sich bewährt. Wie gesagt, der Container oder der produziert ja eigentlich gut Mistlachen. Man sieht es ja. Also. Und im Schweinestall habe ich auch noch unten einen Schacht, wo immer vor die Schweine das Zeug reinläuft. Da sind auch noch haben wir ca. Ja, 1300 Liter in etwa drin. Ja, also, ja, kann man machen. Habe ich auf jeden Fall was zu tun. Gut, jetzt räumen wir da auf und dann werden wir mal die Apfelschleuder nehmen und dann vielleicht noch ein paar Äpfel raus da, bevor das Wetter wirklich einmal umschlägt. Hm. Gestern war es schön, dann war halt die Sonne. Und heute ist ein bisschen ja, nass kalt. Aber hilft nichts, wir müssen was tun.
Da seht ihr, wenn wir schon gerade unten sind, ich wollte noch zwei Apfelsägen und ein paar Schnürler holen zum Zubinden von den Sektern. Also ich fahre mit der Schleuder runter und grob was raus und was ich dann rausgekommen habe, bin dann Socken rein und auf die Schleuder gelegt und wieder heimgefahren, wenn ich fertig bin. So ist das System. Ja, jetzt bin ich gerade noch mal unten. Die Uma und die Sande, ich habe ja gesagt, die ist nur noch die Sande jetzt da, die bleibt ja da. Ja, die zwei sind hausen, die wühlen fleißig. Die klar wächst und gedeiht. Nö, ist klar, die ist jetzt allein. Jetzt hat sie auch das Futter dann mehr oder minder nur noch mit der Uma zu teilen. Und die ist ja sehr zuvorkommend, das muss man echt dazu sagen. Fleißig, fleißig. Ja, die Hühner sind da hausen. Oder ja, der Großteil ist da Hähn. Ein Hahn, zwei Hahn, Henne, ein Hahn, zwei Hahn, noch ein Hahn, noch ein Hahn. Ja, das waren die vom letzten Jahr. Ja, denen wird es demnächst einen Namen ohne Grund geben. Ich habe eine Rupfmaschine gekauft letztes Jahr und ja, die wird heuer mal ein wenig Arbeit kriegen. Ist schade, aber mittlerweile die fangen aus, ich gehe seit ich so ein wenig zu bekriegen. Und ich habe keine Lust, dass es dann blutig auch Hähne gibt. Und außerdem, es sind 10 Hähne auf, ich glaube, 19 Hühner. Das ist eigentlich eine Scheißkombination, weil, ja, kannst du dir vorstellen, ein Hahn steckt auf die Hähne drauf, geht von der Hähne runter, der nächste Hahn hat es gesehen, muss die selber Hähne besteigen, der nächste Hahn hat es gesehen und so geht es dann reihum um und dann ist die Hähne quasi sowas wie eine, ja, naja, ich suche das jetzt da nicht, zwecks, es könnten ja Kinder zugucken. Auf jeden Fall, da mir noch mal einer Hühner dann auch oft einmal leid und da denke ich mir, Freunde, dann gibt es euch halt auch nicht rum, es wird ein neuer wird dabei bleiben, den werde ich da lassen. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, an vor die Jungen los ich und die anderen. Ja, hasta la vista. Brauche ich da mal neuer Jutesäck. Ich muss mal wieder welche haben. Und teilweise Löcher mittlerweile. Na ja, gut, die haben wir schon ein paar Jahre. Ja, der könnte nicht gehen. Ja. Ja, die ewige Krux. So, zwei Bändler haben wir gesagt. Dann zubinden? Was ist jetzt schon wieder los? Was? Auch steigen oder was? Ja, da steht die Bagage. Ich suche an der Stelle noch einmal. Ich weiß nicht, wie das im Video ist. Wahrscheinlich war ich wieder beim Schneiden fluchen, wenn die scheiß Kamera wieder spackt. Diese GoPro Hero 7 Black, die hat eine automatische, ja, Stabilisierungsfunktion, was ein nettes Gimmick ist von dem Hersteller. Quasi, wenn ich die jetzt so in der Hand halte, dass er dann diese ganzen Stöße, Schläge, das Gewackel so ein bisschen ausgleicht. In der Realität sieht es leider oft einmal so aus, dass das System zwar eigentlich schon funktioniert, aber einen Glatscher weg hat. Und obwohl ich die Kamera ganz ruhig halte und gar nicht zitter, die Bilder da doll verwackelt sind, weil das Stabilisierungsprogramm mit dem Ding nicht klarkommt. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Murks ist. Es regt mich auf, das habe ich schon ein paar Mal unter die Videos geschrieben, das ist die Kamera. Schalte ich die Stabilisierung aus, war das Ganze auch noch schlimmer, weil dann ist alles da doll verwackelt. Lass ich es auch an, ja, dann funktioniert es in 80% der Fälle und dann spinnt es. Ich habe aber auch nicht vor, jetzt schon wieder eine neue Kamera zu kaufen, weil die kostet Schweinegeld. Klar, es gibt jetzt die moderneren, die neueren und ja, vielleicht ginge das besser, aber ja, kostet Asche. Ihr wisst, ich schalte keine Werbung auf meinen Kanal mehr. Das habe ich aufgehört. Warum? Ganz einfach, wenn du Werbung schalten tust, dann kommt der Amerikaner und sagt, naja, du stellst es auf eine Plattform, jetzt wollen wir von dir dann Steuern haben. Alles schön gut. Wenn ich in Deutschland Steuern zahle, ist das schön, aber ich zahle nicht für einen Ami auch noch Steuern. Da sage ich ganz ehrlich, leg mir am Arsch, dann schalte ich keine Werbung mehr. Die Unverschämtheit ist, weil YouTube halt hergeht und schalte dann automatisch Werbung, für die ich gar nichts kann. Also wenn vor dem Video jetzt da zum Beispiel eine Werbung ist, kann ich nichts dafür. Die habe ich nicht gestellt. Ich mache meinen, ja, Content, wie man so schön sagt, werbefrei, weil ich es nicht mag. Aber, naja. Ihr kennt die Problematik. Jeder, der YouTube macht, der hat sich damit wahrscheinlich schon mal befasst. Ich verdiene mit meinen Videos kein Geld.
Es war mal eine Zeit lang, habe ich ja Geld damit verdient. Ich habe es aber dann damals, wie die das so umgestellt haben, dass du für den Ami quasi die Steuern bezahlst, habe ich es aufgehört, habe ich gesagt, nö. Weil denen schiebe ich nicht auch noch das Geld in den Arsch, die können mich im Kreuzweiß. Ja, und seitdem verdiene ich mit den Videos gar nichts mehr. Es ist halt einfach so, von daher, alles was ich an Videomaterial, also Kamera, Zubehör, Akku und sowas kauft, das geht auf meine eigene Kappe. Das ist nichts, was ich irgendwie verdient habe. Ja, also wie gesagt, bevor du eine meint, ich verdiene mit YouTuber Geld und dann kann ich mir doch mal eine neue Kamera kaufen. Klar, logisch. Naja, egal. Mir steht jetzt der Hund, ich habe das Tor aufgemacht und tada, da ist er klar. Da steht er, der kriegt jetzt eine Arbeit. Die Schmutzschleude hinten dran, ja, die ist dreckig, da hängt da Unkraut dran. Also ihr seht, die war im Einsatz, das ist keine Spülerei oder kein Gelabe, sondern die war tatsächlich im Einsatz. Die hat Erbsen gekrochen und das macht sie auch jetzt. Der Boden ist natürlich feucht, muss ich zu alle reden. Also ganz trocken ist nicht. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich absaufe damit oder nicht vorwärts komme. Der Bulldog zieht schön durch, es klebt halt dann ein bisschen was an die Reifen und ja, man sieht, es geht da ein bisschen was verloren. Aber die Äpfel müssen irgendwann einmal raus. Ich meine, ich kann es auch reinjagen, aber das ist auch irgendwie blöd. Das ist ein wenig schade dafür. Das hat ja auch Geld gekostet, das Zeug. Und ja, ich sag, das hat halt leider nicht funktioniert im Herbst, hat sich rum. Und jetzt, wo es halt passt, dann muss man halt die Gelegenheit nutzen. Dann ist halt der Boden ein wenig wach. Samro, wie gesagt, brauche ich nicht machen. Schön wäre jetzt eigentlich ein Siebkettenroder. Der wäre noch besser wie die Schleuder. Weil Siebkettenroder gräbt es heraus, rüttelt dann den Träger ein wenig runter. Was bei dem losen Dreck eh schon schwierig ist und legt die Äpfel dann hinten in eine Bahn ab. Wäre natürlich jetzt dann deutlich angenehmer wie die Schleuder, weil die haut es neben aus und den ganzen Dreck dazu und ja, teilweise waren die Äpfel wieder unter den Dreck begroben. Aber hilft nichts. Was muss, das muss. Handschuhe habe ich, Armmüller habe ich, Sack habe ich. Jetzt brauchen wir noch einen Arm in Motivation. Ja. Ist denn so scheiß kalt wie? Ja, stellen wir Vorglüher. Der braucht das Vorglüher. Thank you.
Motorreihe habe ich jetzt wieder rausgekommen. Ja, ist halt leider, du fährst durch, schleuderst da raus und dann One-Man-Show quasi. Was ich sammeln. Ihr habt gesehen, es sind aber Äpfel geflogen. Natürlich die Einstellung, ich bin bis heute noch nicht so richtig dahinter. Die Äpfelschleuder ist auch in gewisser Weise ein wenig eine Drehschleuder. Dafür schaut er noch einmal aus, der Lichter trägt dann nun drauf und auf der Schleuder und überall. Aber das Wichtigste ist, die Äpfel sind haus. Ach du, die Kamera, der Akkuschiffer immer leer. Naja, ist ja typisch. Ja, was ich sagen wollte, ist halt der One-Man-Show. Das ist rausschleudern und dann läufst du da schön durch die Reihe und sammelst das Zeug ein. Immer ins Armel rein, wenn das Armel voll ist, in den Sog. Das habe ich jetzt gemacht. Ja, das Aufsammeln brauche ich nicht viel mehr, weil das ist ja eine gute Dreiviertelstunde Arbeit immer. Es ist schon mit Arbeit verbunden, also es ist jetzt nichts, wo du sagst, das machst du da mal so locker flockig. Es ist mittlerweile noch 12 Uhr. Die Glocken haben vor vielleicht eine Viertelstunde geläutet. Ja, durchgesammelt. Ist halt immer so, ihr habt es gesehen, die schleudert halt den Dreck dann einmal auf die Äpfel oder ein wenig drauf. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Ja, der Boden ist halt, wie gesagt, relativ wach und ja, es pappt halt alles ein wenig. Dass ich da, was ich gemahnt habe und die Rede, dass ein wenig was hängen bleibt. Aber egal, nichtsdestotrotz, das da habe ich rausgelesen. Das war jetzt eine Reihe. Es sind natürlich einige kaputt. Die habe ich entsorgt. Aber es sind auch viel schöner. Gut, das ist die Schollen. Die ist halt ein wenig ja, ranzig mittlerweile. Aber das ist wurscht. Das sind wirklich die schönen. Es sind faule Haare dabei. Die pfeffere ich immer runter. Wart weg, dat weg. Könnte man natürlich auch rauslesen und auf dem Mies da. Aber ach, scheiß doch drauf. Und nein. Und wenn ich mit der Aden drüber fuhr, sind es auch platt. Weil was matschig ist, das zerlege ich die Aden dann auch gut. Ja, haben wir auf jeden Fall wieder eine Reihe. Jetzt mache ich noch eine Reihe und dann schauen wir mal. Dann war ich langsam mal Hunger haben, weil ich habe es stoll gemacht. Ich habe vorhin irgendwann einmal so um 7 Uhr Frühstück gehabt und dann noch ein Käffchen getrunken und dann war ich im Stoll und dann auf dem Bulldog und jetzt ist ja doch schon, wie gesagt, noch 12 Uhr. Machen wir mal noch eine Reihe. Ich weiß, da waren eigentlich auch so, du musst Konsequenz haben, du musst da weiter und weiter und weiter und weiter. Wie willst du jemals fertig werden, wenn du immer bloß eine Reihe machst oder zwei Reihe? Oder ja, Leute, das geht auf den Buckel halt auch nicht. Und wenn du da lahm machst, dann dauert das Ganze halt, weil du buckst dich, du gräbst wieder ein paar aus der Erde aus, die wo so leicht abgedeckt sind, haust dann einen Arme, die nächsten, gehst wieder einen halben Meter weiter, die nächsten, die nächsten, die nächsten, die nächsten. Immer so zu. Wer es halt kennt, das Äpfelgrom mit einer Schleuder ist halt nun mal ein Gebuckel. Und ja, das dauert halt dann dementsprechend. Gut, gehört dazu. Mit dem Samro, wie gesagt, brauchst du es nicht machen, weil du kommst nicht noch, dann kostet alle 2 cm kostet auch stehen bleiben, weil matschige Äpfel drauf sind, die aussortiert werden müssen. Dann sind Erdlunzen drauf, die du aussortieren musst. Dann ist das Personal, was drauf sitzt, nämlich genervt irgendwann, weil wenn du immer in die matschigen Äpfel reinlangst, das macht auch keinen Spaß. Die Temperaturen sind auch nicht schön zum drauf sitzen, dann frierst du den Arsch ab. Ja, und mir Leute, das will halt keiner machen, weil sie alle sagen, will, ja, vor den Bucken. Ja, dann mache ich es halt allein. Ist eine scheiße Arbeit. Wie gesagt, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngst. Ja, so ich mit meiner 32 Jahre, aber ja doch, das merkst du schon. Wenn du den ganzen Tag dich dann runterbuckst und das machst du mal eine ganze Zeit lang, das geht schon aufs Kreuz. Und immer wieder in die Knie gehen ist auch nicht das Wahre, weil dann musst du in die Knie und wieder auf und wieder in die Knie und wieder auf. Weil wenn ich Kniebeugen machen will, kann ich auch Sport machen. Na, wie gesagt, ich mache jetzt da noch eine Reihe. Die haue ich auf jeden Fall noch raus. Und dann haben wir da noch, haben wir zwei. Das heißt, das sind jetzt noch 8 Reiher von der Lilly. 2, 4, 6, 8. Und dann gibt es ab der Reihe da oder das sind dann die festkochenden, also ob da, das ist dann noch festkochend. Ich glaube sehr gut, die letzte Reihe da oben, da waren gar keine Äpfel mehr drin, das war glaube ich sehr gut Gemüse. Also, es ist ja überschaubar und es wird ja wenig, es ist ja nicht, ihr seht ja, ich habe da unten schon Strafen gemacht. Klar, mehr wäre besser und das ist halt sehr wenig und überhaupt und sowieso, aber wie gesagt, wenn man allein ist, dann kann man halt nicht erwarten, dass man in 5 Minuten da das Feld rausgekommen hat. Geht nicht. Mit dem Samro hätten wir für die Flächen da auch schätzungsweise 3 bis 4 Stunden gebraucht.
Dann kann man sich ja vorstellen, wenn einer Allah mit einer Schleuder rausgräbt, dann dauert es halt dementsprechend länger. Auf dem Samros dann nochmal 3 bis 4 Leute und ja, mit der Schleuder bis Allah. Ist halt so, wie gesagt, Siebkettenrolle wäre natürlich jetzt ein bisschen angenehmer, weil der die halt über Siebketten dann aufbefördern, ähnlich wie der Samro, die vielleicht die Erden ein bisschen rausradeln und dann liegen sie alle schön an der Reihe. Die Schleuder am Hang ist halt der Nachteil, gibst mehr Gas, dass die Äpfel schön geschleudert werden, dann liegen sie halt irgendwo da unten, dann sammelst du sie da auf, gibst zu wenig Gas, dann ja, gräbst du sie gleich wieder ein. Das ist so ein Mittelding, das ist halt am Hang ist scheiße. Kriegen wir noch was raus, dass wir noch was tun. Es ist ein Dreck, ehrlich wohl. Ich meine, ich weiß nicht, die Hälfte von der Erden liegt halt auf dem Bulldog. Ne? Das ist immer wieder schön. Ne? Ich weiß nicht, da unten, ja, gut. Schön, fein, toll, klasse. Irgendwie, oder Dreckschleuder. Naja, was soll's. Rara, ja, weiter geht's. Bis demnächst. Mittlerweile ist es knapp noch 9 Uhr abends. Ja, ich habe vorhin dann noch Araya rausgemacht. Wie gesagt, eine Dreiviertelstunde, Stunde brauchst du, bis du die eingesammelt hast. Das ist ja doch schon gute Arbeit. Das ist halt nicht einfach so 5 Minuten. Aber es hat funktioniert. Ich habe ja guter 2 Zentner für unten mit draufgebracht. 2 Reiher, 2 Zentner, das ist schon. Für das, dass ich ja doch eigentlich aussortiert habe, weil es ja kaputt war, finde ich das schon nett. Finde ich richtig nett. Ja, die habe ich gleich in der Kelle runter, in der Apfelkehle. Ich habe dann auch Hunger gehabt, wo es kurz vor 2 war. Ich gedacht, ach Mensch,
mit Scherbe gekrungen hast, ein paar Äpfel in einen Kochtopf reingeschmissen, gekocht, von meinem selber gemachten Rudenpressock oder von meiner Schweine, was ich gehabt habe, habe ich dann einen Rudenpressock noch in der Pfanne angebraten und ja, die Äpfel habe ich dann durchgepresst, Äpfelstumpf gemacht, war dann mein Mittagessen. Naja, so war das halt. Und mehr ist dann eigentlich nicht passiert. Ich habe vorhin dann noch die Viecher eingesperrt. Die abendliche Arbeit halt noch mal Futter reingetrunken. Ach, Püppchen. Ja, und somit ist es dann eigentlich erledigt. Dann passt es. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, für das Video ist es genug. Ja, wir sind in meinem Schlafzimmer. Da sitzt der Putin. Ja, du. Da sitzt der Amun. Das Püppchen. Ja, du, guck, so. Ja. Ja, der sagt auch Hallo. Nein, in diesem Sinne würde ich sagen, ist gut. Ich fange jetzt noch. Ja, nimm da vorne stehen eine Runde. Ich fange jetzt dann noch an. Ich werde das Video jetzt gleich noch schneiden und dann rendern. Und ja, dass das auch fertig wird. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder. Bis dann und Servus.